Hallo zu einem Let's View. Und zwar geht es diesmal um Defenders of the Earth, A House Divided. Ein Jugendroman zu, ja, wie soll ich es anders sagen, es ist eine Zeichentrickserie. Defenders of the Earth, auch bekannt unter Retter der Erde, ist eine Zeichentrickserie von 1986-87, wo verschiedene Superhelden wie unter anderem Flash Gordon, das Phantom, zusammen gegen den bösen Imperator Ming kämpfen. Da haben sich sozusagen mehrere Pulp-Helden vermischt und haben ein Superhelden-Team gebildet. Dieser Jugendroman basiert auf der vierten Episode. Es gab insgesamt 65 Episoden dieser Serie. Ist immer noch sehr beliebt. Bei uns ist sie auf Tele 5 einmal gelaufen, aber auch viele Jahrzehnte, bestimmt 10 Jahre später in den 90ern. Immer noch eine beliebte Sammelserie. Und in England, das ist ein UK-Buch, ist dieser Jugendroman erschienen zu dieser Episode. Und ich dachte, den blätter ich mal mit euch durch. Ich lese ihn jetzt nicht vor, weil er in Englisch ist und ich müsste das jetzt alles übersetzen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ihr könnt ja euch selbst ein Bild machen und wir schauen uns einfach mal die Bilder an dieses Jugendromans und analysieren das so ein bisschen. So, schlagen wir mal auf. Ihr seht, es ist recht klein. Das ist etwa so, Taschenbuchgröße. So, ich muss es ein bisschen anders halten. Hier sehen wir auch, es ist Hippo Books, Scholastic, published in London. So, und jetzt muss ich mir das ein bisschen näher annehmen, weil es super klein geschrieben ist, damit ich das auch zeige. Hier sind wir die ganzen Fakten. Das ist 1987 erschienen. Basierend auf den Charakteren. Hippo Books. So. Und da schlagen wir mal gleich Seite 1 auf. Und hier haben wir Ming. Und ihr seht, diese Zeichnungen oder diese Artworks sind extra für dieses Buch gemacht worden. Es gibt auch Bücher, wo direkt dann aus der Zeichentrickserie Bilder genommen wurden. Das war hier nicht der Fall. Die sind nachgezeichnet worden. So. Hier auch ein Roboter und hier so eine... Weiß ich nicht, was das darstellen soll, aber auch interessant. Ich kann jetzt da natürlich nicht so viel zum Inhalt sagen, ich kenne die Episode nicht. Ich weiß, der Zauberer hier ist Mandrake, das könnte Flash Gordon sein und hier ist das Phantom oder Phantom. Es gibt übrigens von Phantom auch eine Einzelverfilmung mit Billy Zane, kann ich auch nur empfehlen, schöner Abenteuerfilm. So, hier haben wir noch einen anderen, Endama wird hier genannt, könnte sein, oder Chief Gurren. Könnte das auch sein. Genau weiß ich es nicht. Ich bin mir den Figuren nicht so vertraut. Aber auch sehr interessant, schön nachgezeichnet. Ganz einfach, ihr seht, nicht viel Text, simpel gehalten. Da haben wir auch nochmal Phantom. Unten so der Hubschrauber vom Phantom hier, D von Defenders of the Earth, das Logo. Auch gar nicht so schlecht. Jeddah, könnte sein, dass der Charakter Jeddah heißt. So, hier haben wir auch nochmal einen Charakter. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht ein bisschen aus. Es gibt jetzt diese Masters of the Universe Serie of Origins. Da gibt es einen Sunman. Irgendwie erinnere mich an den. Sehr interessant. So, weiter geht es. Ihr seht, das sind gar nicht so viele Seiten. Sehr, sehr kurz gehalten. Phantom auf seinem Pferd. Er ist ja auch einer, der mit der Natur sprechen konnte. Auch hier der Bösewicht Phantom stellt sich ihm. Da, zwei Charaktere, auch immer es ist. Die scheinen Kampf miteinander zu führen. Vielleicht sieht aus, ob einer gerade so abstürzt bei Felsen. So, ja, der Bösewicht scheint auch irgendwas zu werfen auf Phantom. Geht es. Hier schießt das Bösewicht. Phantom und noch ein Charakter in der Nahaufnahme. Also die Qualität des Buches ist wirklich sehr, sehr schön. Kleines Hardcover. Toll. Ja, hier auch der Bösewicht. Wird von Pfeilen beschossen, hilft aber nicht. Einer stürzt ab. Phantom und
seine Partnerin. Nochmal Phantom. Also in der Serie sind nicht immer alle zusammen, wohl auch so ein bisschen ausgekoppelt, damit man sich auf einzelne Charaktere ja, beschränken kann. Phantom und ein Elefant. Das ist so das Finale, wenn ich das, so wie ich das Gefühl habe. Ja, Jedha und auch auf dem Pferd. Phantom. Ja, und Ming ist wahrscheinlich sauer, weil sein Plan nicht funktioniert hat. Und ah, hier sehen wir nochmal Übersicht aller Defenders. Das ist doch großartig. Da haben wir Phantom, Flash Gordon, Mandrake the Magician, Lothar, wer auch immer das dann war, ein jamaikanischer Freund von Mandrake, Jedha, die Tochter von Phantom, oh, Rick Gordon, der Sohn, also das ist Rick Gordon, der Sohn von Flash Gordon, Kishin ist ein Waisen, der aufgenommen wurde von Mandrake, LJ, Lothars Sohn, ja, auch die Kinder, also erwachsene Kinder, kommen zurecht. Ja, das war's. Hinten nochmal ein Bild, das haben wir schon im Album gesehen. Das Buch hat 99 Pence gekostet. Das waren etwa damals 3 bis 5 D-Mark. Also umgerechnet 3 Euro. Ja, das soll es gewesen sein. Ein Let's View dieses ja, Jugendromans von Defenders of the Earth. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte hinterlasst ein Like, ein Abo, falls ihr es noch nicht habt. Und ja, ich freue mich über Kommentare zum Beispiel. Sagt mir, was ihr gedenkt, wie es euch gefallen hat. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.